Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich mit euch meine Top 10 Jungennamen teilen. Also die Jungennamen, die wir im Kopf hatten für Vincent und natürlich dann auch bei der zweiten Schwangerschaft, wo wir nicht wussten, ob es denn ein Junge oder ein Mädchen wird. Und der erste Name, den ich im Kopf hatte bei Vincent, war Emil. Ich wollte super gerne, dass Vince ein Emil wird. Und Manu fand den Namen aber ganz, ganz doll schrecklich und konnte sich damit so überhaupt nicht identifizieren. Und jetzt im Nachhinein ist Vincent auch kein Emil, ne? Wenn man das dann mal so rückblickend betrachtet. Aber Emil war so ein Name, den ich echt ganz, ganz vorne auf meiner Liste hatte. Manus Mama wollte gerne, dass wir ihn Alvin nennen. Ich mag den Namen. Also irgendeiner von Manus Großvätern hat, glaube ich, Alvin geheißen oder Urgroßvater, ich weiß nicht genau. Und ich mochte den Namen und es wäre auch was Besonderes gewesen, aber wir haben beide sofort Alvin und die Chipmunks damit verbunden und konnten das irgendwie nicht, wenn man halt da ne, sowas im Kopf hat, funktioniert das einfach nicht. Und da ist es dann leider auch nicht Alvin geworden. Und dann kamen relativ schnell die zwei Namen, die auch in die Endauswahl kamen. Und zwar war das Victor und Vincent natürlich. Ihr wisst, Vincent ist es am Ende geworden. Manu hat Victor vorgeschlagen. Damit konnte ich mich so überhaupt nicht identifizieren. Victor hat für mich so was Hartes, so was Männliches. Und irgendwie konnte ich mir nicht vorstellen, dass dieses kleine Baby da in mir ein Victor ist. Also mit Victor konnte ich mich zum Beispiel nicht anfreunden, aber das war ein Name, den Manu halt ganz toll fand. Und jetzt in der zweiten Schwangerschaft haben wir uns natürlich auch mit jungen Namen auseinandersetzen müssen. Und da stand ganz oben auf meiner Liste Philipp. Das kam dann so im Laufe der Zeit, wollte ich gerne, dass wenn wir noch einen zweiten Jungen bekommen, er Philipp heißt. Weil ich fand cool, Vincent, da haben wir uns zum Beispiel auch dafür entschieden, weil die Abkürzung Vince halt so cool ist. Und bei Philipp hätte ich halt gerne die Abkürzung Phil gehabt. Und das fand ich super cool und wollte unbedingt, dass unser Junge so heißt. Und dann haben wir uns ja aber doch für Etienne entschieden. Also wenn Svea ein Junge gewesen wäre, dann hätten wir jetzt einen Etienne. Das kam aber relativ spontan und hat auch was damit zu tun, dass wir uns für Svea entschieden haben. Wir hatten irgendwie so, wir wollten gerne unser zweites Kind, dass das so Tribute-mäßig, so in Ehren für die Rocket Beans. Also wir sind ja riesen Rocket Beans Fans und sind dann dadurch auf Svea gekommen und fanden den jungen Namen Etienne halt ganz toll, weil ich liebe, liebe, liebe Etienne Gardé und hätten unseren zweiten Jungen, wenn es denn einer geworden wäre, dann wirklich Etienne genannt. Ich hatte aber auch noch so ein paar andere Namen auf meiner Liste, da werde ich dann auch sagen, warum ist die es dann nicht in die Endauswahl, sagt man das so, geschafft haben. Und zwar Noah fand ich richtig cool. Bei Vince damals, aber das war dann so eine Zeit, wo relativ viele dann plötzlich ihren Jungen Noah genannt haben und in unserer Geburtsvorbereitungskursgruppe gab es dann auch tatsächlich zwei Noahs. Vince wäre dann der dritte gewesen und ich war froh, dass ich das dann nicht gemacht habe. Ein Name, den ich auch super genial finde, ist Pepe. Pepe ist richtig geil, aber viele haben mir gesagt, Pepe ist doch ein Hundename. Aber ich finde Pepe als Jungnamen richtig, richtig cool. Und was ich auch noch sehr genial finde, ist Jonah, also hinten mit H, den Namen Jonah. Aber, und das werde ich auch in dem Video zu den Mädchennamen nochmal erzählen, wir hatten so ein Problem damit, einen extrem englischen Vornamen zu nehmen und dann unseren krassen deutschen Nachnamen. Irgendwie so dieser Mix hat mir nicht gefallen, wenn du erst so was Englischsprachiges hast und dann kommt dieser deutsche Nachname, das hat für mich einfach nicht geklungen. Also für viele Namen haben wir uns auch dagegen entschieden, weil es mit unserem Nachnamen zusammen einfach nicht geklungen hätte. Und was ich auch sehr, sehr toll gefunden hätte, wäre Willi, weil mein Uropa hieß Willi. Das hätte ich irgendwie schön gefunden. Also ich habe den nie kennengelernt, der ist schon halt ne, vor meiner Zeit gestorben. Und das hätte ich halt schön gefunden und ich hätte es auch gerne gewollt, so für meine Familie. Aber da in unserem Nachnamen ja zwei doppelte Buchstaben sind, wollten wir das gerne im Vornamen nicht haben. Eben auch vom Klang her. Und im Endeffekt war es dann auch so, dass eine Bekannte von uns ihren Jungen dann Willi genannt hat. Und da habe ich mich dann zum Beispiel da so dagegen entschieden. Und das waren so die jungen Namen, die sowohl bei Vincent als auch dann bei der zweiten Schwangerschaft so im Rennen waren. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welcher euch vielleicht am besten gefällt. Oder was ihr so für Top
jungen Namen habt oder wie ihr eure Jungen zum Beispiel auch genannt habt oder gerne nennen wollt, wenn ihr zum Beispiel schwanger seid, bin ich schon sehr gespannt drauf. Wir sind zum Beispiel nie Fans gewesen von so Doppelnamen. Kam für uns nie in Frage, der Gedanke. Aber es gibt da echt tolle Kombinationen. Weil wenn es im Kindergarten hieß mal einer Bruno Pepe. Das fand ich halt auch zum Beispiel cool. Der hieß Bruno Pepe. Das fand ich auch passend. Also ich freue mich sehr auf eure Kommentare, auf eure liebsten Jungennamen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und bald kommt noch ein Video mit meinen Top 10 Mädchennamen natürlich. Bis dahin. Tschüss.